herzlich willkommen hier zurück auf der Eifel. Ja, ein Spule-Krimi. Junge, Junge, hab ich jetzt gespult. Ihr seht's, wir sind jetzt vierte Woche Juni. Unsere Gerste ist erntereif. Da wollen wir mit starten. Ja, die Gerste ist erntereif. Die holen wir diesen Ingame-Tag runter, pressen das Stroh und schauen weiter. Unser Roggen. Ich muss noch eine Stufe warten, ey. Ich bin mir da nicht sicher. 24 von 27. Kann sein, dass wir die nächste Woche dann ernten. Aber ihr seht's, ich habe jetzt echt ein paar Wochen durchgespult. Das hat jetzt auch nicht gerade wenig Zeit in Anspruch genommen. Aber sonst ist hier echt alles richtig tipptopp gewachsen. Hier unser Gras. 18 von 28, ne? Auch tipptopp, das läuft. Unser Mais hat einen richtigen Satz nach vorne gemacht. Also der Futtermais, der wächst auch ordentlich. Also wir hatten aber auch kein Unkraut drin. Ihr seht, der hat auch einen ordentlichen Satz gemacht. Ne? 20 von 26. Beim Hafer war ich jetzt gar nicht. Da habe ich noch gar nicht nachgeguckt. Aber der ist auch, glaube ich, noch nö. Drive. Der sieht noch ein bisschen sehr grün aus. 24 von 27 ist auch Futter, ne? Das heißt, lange Rede, ganz viel Sinn. Ja, 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 ja. Wie gesagt, war eine ordentliche Spulerei. Muss man sehen, nichts vormachen mit den Wochen. Ich habe jetzt auch gar keine Mission mehr gefahren oder dies oder das. Ich wollte eigentlich wegen meinem Roggen häckseln und so und hier und da. Ja, jetzt hat sich's angebogen, dass wir in die Gästenernte starten, ja. Die müsste ja auch reich sein, ne? Ne, die hat noch einen Tag, ne? Ne, die hat noch einen Tag. Gut. Aber unsere erste Fläche ist auf jeden Fall erntereif, tippitoppi, da stechen wir jetzt rein. Lange Rede, ja, ist er. Wir müssen ja mal zusehen, dass wir in eine Pötte kommen. Wir können ja nicht immer hier nur rumdümpeln und gar nichts machen. Ich komme jetzt wahrscheinlich auch so gar nicht in den Schlepper rein, doch. Machen wir eben fix die Tür zu. Wir hängen schon mal das Gespann hinter. Und dann, kommen wir hier, glaube ich, gar nicht raus, weil der Kalksteuer im Weg steht, ne? Ich hab's so was. Ja, könnte knapp werden. Müssen wir gucken. Wir nehmen den 728 eben fix zum Abfahren. Aber ich glaube, wir werden nur mit einem Wagen abfahren. Ich bin mir da noch nicht so sicher. Weil wegen ist nicht so einfach, ne? Wenn wir Pech haben, kommen wir nämlich jetzt nicht raus. So, das läuft tipptopp. Guck mal. Endlich gibt's hier los mit der Ernte. Da habe ich ja so ein bisschen drauf hingehummelt und wirklich, jetzt Spulemann und Söhne. Na, den können wir eben hier stehen lassen. Den holen wir später. Wohl, als erstes müssen wir auch Dreschkasten warm laufen lassen. Svenny, auch mal bei der Sache sein, ne? Ich musste nämlich noch mit jemandem schreiben in Discord, weil ich da was gehört hatte, was ich nicht glauben konnte. Hm, ja. Ist halt so. Dreschekasten! Dresche. Oh nee. Steht ja alte, die alte Bude da noch im Weg. Ja, ist auch kein Problem. Aber was mich echt wundert, ne? Ich muss die Taste immer noch ausmachen. Ne, das dauert ja ewig, bis die Silageballen jetzt durchgegärt sind. Wir sind bei 55%. Dauert das jetzt 6 bis 8 Wochen, bis sie durchgegärt sind? Ja, das sagt man ja normal. So 6 Wochen, ne? Bis du die füttern kannst. Also, das ist auch sehr realistisch nachgestellt, ne? Also, die sind immer noch nicht durchgeworden. Ja, und morgen müssten wir eigentlich auch noch abladen. Ja, wir haben ein bisschen was zu tun. Das ist ja kein Problem für uns. So, ne, ich brauche einen Schlepper. Ich muss ja auch hier irgendwie mal eben den Wagen da wegfahren. So ein Schickram, ne? Ist ja nicht so, dass wir keine Schlepper hier auf den Hof haben, weil wir kommen da nämlich jetzt gar nicht lang, wo wir hin wollen, ne? Doch, kommen wir, aber da müssen wir eben Tür zumachen. Ist ja nicht so, dass wir hier nicht fahren können. Junge, Junge, ey, das war aber auch echt eine Verspulung, du. Ist ja bestimmt eine Stunde noch länger gedauert, jetzt hier durchzuspulen. Ja, ja, da muss man sich halt dran gewöhnen, ne? Wenn man jetzt mit Ding spielt. Aber jetzt lassen wir die Zeit auch ein bisschen auf 1 laufen, wenn wir die Gerste abgeerntet haben, das ganze Stroh von der Fläche geholt haben und dies und das gemacht haben.
Dann ist mein Plan, dass wir nächsten Tag auch Hexer, ne? Deswegen bleibt der 800er hier schon mal stehen. Der kann dann falls wir damit abfahren, das weiß ich nicht. Ja, der Dicke wird eigentlich besser walzen, ne? Ich denke, wir werden den 800er nehmen zum Abfahren. Schickram, kommen wir auch gerade so durch, wer? Endlich ernten, Leute. Endlich ernten. Hüpf doch mal hoch, bitte. Ja, dann läuft er schon wieder. Mach mal auf den Laden hier. Schleich mal ein. Oder kommen wir auch gerade so durch, du. Sollen wir ihn warm laufen lassen, der Bock? Langsam fahren, ne? Ist hier gar nichts an, ne? Mach mal an den Laden hier. Danke. Ja, mehr brauchen wir im Moment nicht, ne? Ne, mehr nicht. Dann Abflug. Langsam hier lang, ne? Man kennt ja es, wenn die es vorstehen. Na pass, guck mal, wie für uns gemacht hier. Ja, die kleine Sommergästenecke ist leider noch nicht reif, ne? Wintergäste ist das so auch, ne? Ja, Wintergäste. Unsere Rümke sind fleißig im Wachsen. Haben wir aber noch keine Technik für, ne? Da müssen wir auch noch so ein bisschen luschern. Dass wir das auch alle hinkriegen, ne? Laut Ordnung, Riese und Eva 2 fahren wir hier lang. Oh ne, er schon wieder, ne? Da habe ich auch so einen Vertrag mit dem Kerl da. Jetzt mal schneid weg noch, drup. Guck mal ihm mal, ne? Ja, Glück gehabt. Endlich ernten. Yeah! Die erste Ernte mit Terra Life. Ich bin imprägniert. Echt? Ob ihr es glaubt oder nicht, ich bin echt imprägniert. Wir können die erste Ernte einfahren. So hängen wir eben ab. Oh, ich sehe auch so viel, ne? Gut, dass wir da nur Gras haben. So. Hier war auch irgendwo eine Straße, ne? Sag mal, hier war noch eine Straße. Wie macht man das denn? Ey, wenn man so örselig in den Spiegel fahren kann wie Svenny, ne? Dann ist das kein Spaß. Ich hab dann aber überhaupt kein Talent. Ich krieg halt in die Birne nicht hin, umzudenken. Naja, musste durch als Lurch. So, hier eben angebunden. La 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 la. Und wir brauchen eben ein Bildchen. Damit ihr auch wisst, es geht endlich los. Wir starten in die Ernte. Druck! Ey, da habe ich mich so drauf gefreut, wirklich. Könnt ihr nicht glauben, ich habe mich wirklich drauf gefreut. Oh. Ich fahr mal erst alles platt hier. Wo hängen wir denn jetzt? Nirgendwo. Ah, ich habe den aufgeklappt. Jetzt habe ich mich festgefahren, oder was? Kann's doch nicht sein. Wo hängen wir denn? Ja, Sack und Asche, wie habe ich das denn geschafft? Oh Mann. Also Kollege, echt. Wie bist du denn da hochgekommen? Ich hab's auch in letzter Zeit mit der Grande de Malheur, ne? Das ist, wenn du dich so freust und so und juhu und trollalala. Alles geht in die Hose, ne? Jetzt aber. Ich muss den wieder aufklappen, ne? Ja, und dann Vollgas. Können wir da vorne reinstecken? Guckt mal eben. Ich würde da nämlich unten in der Ecke anfangen. Aber ich nehme mehr Bock darauf. Wie gesagt, wenn wir das durch haben, wir können auch mähen. Also in den nächsten Ingame-Tage haben wir ordentlich was zu tun. Ne? Also es ist nicht so, dass wir hier dann bei armen Leute sind. Wir können dann richtig loslegen. Machen wir MG. Ich weiß nämlich nicht, ob der Strohablager angemacht hat. Das können wir ausmachen, wir sehen es ja.
Stech mal rein. So soll es laufen, ne? Die erste Wintergerst. Hoffentlich gibt es ein bisschen Kohlen. Cool. Junge, Junge, was ist denn mit dich los? 5 km/h. Ich glaube, die ist noch ein bisschen nass. Feucht. Ey, da haben wir aber auch ein bisschen dann was dran zu tun, ne? Einige sagen, man soll nicht das Stroh auf dem Vorgewende fallen lassen. Andere sagen, ja, ich lasse es fallen, weil wir brauchen das Zeug. Und wenn nicht, wird es verkloppert. Ganz einfach. Weil wenn ich das so sehe, bis meine Silage da durchgegoren ist, dann wird es noch ewig dauern, bis wir die BGA in Beschlag nehmen können, weil kein GPS vorhanden ist. Ne? Von der Wiese da machen wir ja Heu, habe ich gesagt. Einen ordentlichen Holzschnitt, vielleicht können wir die dann nochmal mähen zum Herbst hin. Wir müssen sehen, wie das läuft. Ich schätze mal, es werden hier vielleicht auch nochmal wieder ein paar Missionen jetzt reinkommen. Das wäre echt tutti. Junge, Junge, da kommt aber auch ein bisschen Gemüse zusammen, aber ich muss sich auch quälen, Mann. Was ist das so? Ich wollte Stroh. Och nee. Wieso kriege ich denn jetzt hier Rübkes raus? Das sind doch Rüben, oder ne? Och Leute. Was ist das für ein Gemüse? Ich wollte Stroh. Ja, das können wir häckseln. Das glaubt mir doch keine Sau. Was hat der da abgelegt? Haben wir eine Schippe für einen Telelader? Ja, mal gucken, was der da abgelegt hat. Machen wir an den Hobel. Hängt das Ding mal immer. Wo haben wir denn unser Shipgun geparkt? Haben wir überhaupt ein Shipgun? Ja, ne? Gute Frage, nächste Frage. Jetzt können wir erstmal das ganze, den ganzen Shit aussammeln, oder was? Hier ist ein Shipgun. Das nutzen wir mal eben. Weil wir müssen mal gucken, was wir da jetzt fabriziert haben. Jetzt muss ich den Rotz hexen, ne? Ich krieg kein Stroh. Jetzt sagt mir nicht, das ist ein Mod-Konflikt, weil das kann ich nicht glauben. Nee, das glaube ich nicht. Also dann bin ich ja ein bisschen raus aus der Nummer, weil das kann nicht schon wieder Mod-Konflikt sein. Was ist das? Das glaubt mir kein Mensch. Ich kann doch da jetzt nicht rüben. Rausfallen lassen. Junge, Junge, Junge. Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Das ist ja schon kuriose. So, was haben wir denn da für einen Schrott? Lass das mal den Onkel zeigen. Pastinacke. Ey, jetzt habe ich Pastinacke oder was? Was soll ich mit dem Schrott? Wieso kommen denn da jetzt Pastinaken raus? Vor allem müssen wir alle wegräumen. Oh Mann, ey. Kann sein, dass das nicht mit diesem Premium-DLC sich verträgt. Komm, wir gehen nochmal in den Drescher. Ach,
mache den nochmal on den Hobel. Tun wir eben einmal ein bisschen Hexe. Jetzt stell noch mal einmal um. Jetzt wird hier schon wieder Pastinaken, oder ne? Na, buba. Was willst du machen? Aber liebe Leute, ich sage jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hier, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen, bin ich ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier im Pastinaken-Krimi, und ihr wollt nichts mehr verpassen von diesem Pastinaken-Krimi, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.